Willkommen bei Medizinmensch. In diesem Video lernst du über Lymphknoten. Ich bin Christian, Facharzt für Innere Medizin und Rheumatologie und lade dich ein, mehr zu erfahren, was im Innern dieser faszinierenden Organe vor sich geht. Lymphknoten sind in enger Beziehung zu Lymphgefäßen. Bei Lymphgefäßen handelt es sich um ein den ganzen Körper durchziehendes Drainagesystem für Gewebsflüssigkeit, die sogenannte Lymphe. Störungen der Lymphgefäße können zu teils schwerwiegenden Stauungen der Lymphflüssigkeit führen, sogenannten Lymphödemen. Ein extremes Beispiel hierfür ist Elephantiasis, eine tropische Erkrankung, bei der es zum Verschluss der Lymphgefäße kommt und in weiterer Folge zu diesen schweren Stauungen. Das heißt, in dem Fall ist die Lymphflüssigkeit eher lästig und eher ein Nachteil, wenn es zu einem solchen Verschluss kommt. Insgesamt enthält diese Flüssigkeit aber sehr, sehr viele Informationen. Es ist somit eine gute Gelegenheit, früh über Vorgänge in diesem Gewebe informiert zu werden. Sagen wir zum Beispiel, wir haben eine Zahnentzündung und unheimliche Zahnschmerzen. Das sind Bakterien im Gewebe. Die Bakterien breiten sich dort aus, es gibt Entzündungsbotenstoffe und so weiter. Durch die Gewebsflüssigkeit gelangen diese Stoffe ins Lymphsystem. Und hier bildet sich jetzt die Gelegenheit, frühzeitig auf diese Infektion zu reagieren. Und aus diesem Grund sind mehrere hundert Lymphknoten im Körper verteilt, als quasi strategische Außenposten, als ein Frühwarnsystem des Immunsystems. Somit wird für möglichst lange verhindert, dass sich diese Infektion im ganzen Körper ausbreiten kann. Sie gelangt also nicht ohne weiteres ins Blut, sondern zunächst in den benachbarten Lymphknoten. Hier ist so einer abgebildet. Ihr seht das Beispiel. Und hier ist ein Lymphknoten mit drei eingehenden Lymphgefäßen sowie einem ableitenden Lymphgefäß hier. Im Fall einer Infektion gelangt nun vermehrt Lymphflüssigkeit durch die zuleitenden Gefäße in den Lymphknoten und die ableitenden Lymphgefäße werden sich verengen. Und das ist schon ein Grund, warum Lymphknoten anschwellen. Also dieser Lymphknoten wird anschwellen und zunehmend schmerzhaft. Also der besitzt eine Kapsel, die wird gespannt und wir spüren das durch Schmerzen. Es ist natürlich nicht das Einzige, was passiert. Es sind jede Menge Immunzellen in diesem Lymphknoten. Und dann gibt es auch noch eine Verbindung zu Blutgefäßen. Das bedeutet, wenn diese lokalen Immunzellen nicht ausreichend sind, um den Erreger dort einzudämmen, kann quasi über diese Blutgefäße noch weitere Verstärkung in den Lymphknoten geholt werden. Schauen wir uns das Ganze mal anhand eines Beispiels an. Sagen wir, wir haben eine Verletzung durch einen rostigen Nagel beispielsweise. Das Gewebe, also die Haut, ist durchstoßen und wir haben eine offene Wunde und Erreger, Bakterien dringen in das Gewebe ein. Ein früher Abwehrmechanismus sind angeborene Immunzellen, zum Beispiel wieder neutrophile Granulozyten, die zum Beispiel auch bei Gicht ein großes Problem sind, aber ihre eigentliche Funktion ist halt genau diese Situation. Ein früher Angriff, eine Wunde, eine frische Wunde und sehr wenig ist über diesen Erreger bekannt. Diese Granulozyten können nun quasi Bleiche, also so freie Radikale aussenden und die Bakterien töten, gehen dabei aber auch selbst zugrunde und das ist auch ein Grund, warum zum Beispiel Eiter entsteht. Also Eiter ist meist eine Mischung aus abgestorbenen Granulozyten und Resten des Erregers. Also ist effektiv, aber natürlich keine Dauerlösung und auch sehr unappetitlich. Eine weitere Methode sind sogenannte dendritische Zellen. Was diese dendritischen Zellen sehr gut können, ist die Umgebung zu beobachten. Man kann sich das so vorstellen wie eine Art Kriegsberichterstatter, der genauestens dieses Milieu, dieser Schlacht analysiert und dann Signale enthält.
Also Signale, dass Zellen dort sterben, dass dort Gefahr ist. Signale, dass dort ein fremder Erreger ist. Also diese dendritischen Zellen haben so Mustererkennungsrezeptoren und sehen dann beispielsweise, okay, dieser Angreifer hat bestimmte bakterielle Geißeln, bestimmte bakterielle Kapseln. Das sind Muster, die kommen einem bekannt vor und die zeigen Gefahr. Weiteres Beispiel wäre auch zum Beispiel Harnsäure von absterbenden Zellen. Also die dendritische Zelle kann diese ganzen Signale auffassen und wird aktiviert durch diese Signale. Und was eine aktivierte dendritische Zelle macht, ist eine Menge. Aber ein wichtiger Punkt ist, diese bakteriellen Antigene, sogenannte, aufzunehmen. Also Fragmente von den sterbenden Bakterien werden aufgenommen und verarbeitet. Und die dendritische Zelle wird auch ein Molekül vermehrt bilden, CCR7, Chemokinrezeptor 7. Wir werden noch gleich darauf zu sprechen kommen, was das zu bedeuten hat. Aber merkt euch einfach mal, Chemokinrezeptor 7 wird hochreguliert. Was geschieht derweil im regionalen Lymphknoten? Wir hatten gesagt, Lymphflüssigkeit wird hier eingehen. Und natürlich wird diese Lymphflüssigkeit auch schon gewisse Entzündungsbotenstoffe enthalten, werden Signale von sterbenden Zellen enthalten sein, sodass dieser Lymphknoten und die Immunzellen in dem Lymphknoten schon eine Art Vorahnung bekommen, okay, da ist eine mögliche Gefahr im Verzug. Wie gesagt, der Lymphabfluss wird verringert werden, sodass sich diese Ausbreitung verlangsamt. Ein weiteres wichtiges Ereignis ist die Bildung von CCL. Und was sind CCL? CCL sind Bindungspartner unter anderem von CCR7. Und diese Freisetzung in diesem Gradienten dient als eine Art Lockruf für Immunzellen und ermöglicht es, der dendritischen Zelle den Weg in diesen Lymphknoten zu finden. Jetzt im Lymphknoten angelangt, wird diese dendritische Zelle mit den Immunzellen kommunizieren. Zum einen, Achtung, Gefahr, wir werden attackiert, aber zum anderen auch, hier, das ist der Angreifer, dagegen brauchen wir eine Antwort. Also es ist eine Art, ja, Kriegsberichterstatter, aber auch quasi eine Art Spion. Die dendritische Zelle bringt dieses Fragment des Angreifers, das dann auch hoffentlich die Schwachstelle ist. Also das Immunsystem wird jetzt dadurch darauf geprimed, eine Immunantwort spezifisch auf dieses Fragment des Angreifers herzustellen. Falls du diese Informationen interessant findest, abonniere jetzt den Kanal und erhalte jede Woche neue Videos zu interessanten medizinischen Themen. Und das ist jetzt die Mission der dendritischen Zelle. Und die dendritische Zelle muss jetzt eine Zelle finden, die in der Lage ist, das zu tun. Beispielsweise T-Zellen haben einen bestimmten T-Zellrezeptor. Und es gibt viele, viele unterschiedliche T-Zellen und aber auch eine T-Zelle, die genau in der Lage ist, gegen dieses Protein, gegen dieses Antigen eine Immunantwort zu erzielen. Im Idealfall wäre jetzt die richtige T-Zelle im Lymphknoten und die dendritische Zelle könnte sofort die notwendige T-Zelle finden. Wahrscheinlicher ist es jedoch, dass die richtige T-Zelle, die gesucht wird, sich woanders befindet, in einem der hunderten anderen Lymphknoten oder im Blutsystem. Wie gesagt, es reicht nicht, eine x-beliebige T-Zelle zu aktivieren. Nein, die dendritische Zelle muss die T-Zelle aktivieren, die eben genau den richtigen Rezeptor für dieses Bruchstück des Feindes besitzt. Und die ist vielleicht jetzt nicht im Lymphknoten 7, sondern im Lymphknoten 326 unterwegs. Sie hat den passenden T-Zell-Rezeptor, der quasi die Heilung bringen kann und zirkuliert mehr oder weniger zufällig durch den ganzen Körper. Die Frage an euch ist jetzt, wie findet diese T-Zelle
die passende dendritische Zelle im passenden Lymphknoten. Überlegt mal kurz, ob ihr könnt das Video kurz pausieren, ob ihr darauf eine Antwort findet. Ich verrate es euch. Die Zelle wird ebenfalls CCR7 exprimieren und dann genau durch diesen gleichen Gradienten wie die dendritische Zelle im Lymphknoten landen. Allerdings durch den anderen Eingang, durch den Gefäßeingang, durch das Blutsystem, durch diese sogenannten hohen endothelialen Venolen. Die T-Zelle kann dadurch wandern, unter anderem durch bestimmte Adaptermoleküle, Selektine und so weiter. Ist im Detail jetzt nicht so entscheidend. Was entscheidend ist, sie gelangt in den Lymphknoten, wo die dendritische Zelle schon sehnsüchtig auf sie wartet. Und jetzt geschieht es, die Vereinigung. Wir haben die T-Zelle, wir haben die dendritische Zelle, wir haben das Antigen, also das Fragment, und die Reaktion findet statt. Die dendritische Zelle wird jetzt das Signal senden mit diesem Antigen und wird auch Signale senden, was diese T-Zelle jetzt zu tun hat. Und nun wird die T-Zelle aktiviert. Die T-Zelle mit dem richtigen Rezeptor durch die Kombination von dem Antigen und dann auch weiteren stimulierenden Signalen, die letztendlich durch diese Gefahrensignale entstanden sind. Und eine aktive T-Zelle wird nun beginnen, sich wie wild zu vermehren, wird sich klonal vermehren. Das bedeutet, wir enden jetzt mit sehr vielen Immunzellen, die alle diesen bestimmten Rezeptor haben und ein bestimmtes Programm haben. Also wenn es jetzt ein bakterieller Angreifer war, bewirkt die dendritische Zelle nun, dass diese T-Zelle eine antibakterielle T-Zelle wird. Diese neu entstehenden T-Zellen sind nun CCR7 negativ, sodass sie den Lymphknoten verlassen können und den Angreifer attackieren. Wenn ihr mehr über medizinische und immunologische Themen lernen wollt, empfehle ich euch meine Serie Hidden Champions mit den kommenden Folgen zur Milz sowie zur Nebenniere, die ich euch hier verlinke. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte gebt dem Video ein Like, damit es noch mehr Leute sehen. Ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal. Macht's gut, euer Medizinmensch.